Oh. Guten Morgen, Internet. Die WM ist vorbei und war für uns eher weniger erfolgreich. Und deswegen haben wir uns mal gedacht, bringen wir den Fußball mal in unseren Garten. Genau. Und was machen wir? Wieso haben wir solche T-Shirts an, Sebastian? Wir haben zwei rote Punkte auf den Bauch gemalt und werden jetzt Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Und der Gewinner darf sich aussuchen, ob er zuerst im Tor steht oder erst schießen muss. Wenn man im Tor schießt, dann darf man eigentlich nur hoffen, dass der andere nicht trifft. Denn der am meisten trifft, hat am Ende gewonnen. Und der verloren hat, der wird dann mit Arschschießen bestraft. Genau. Jeder darf fünfmal schießen. Und nachdem die fünfmal geschossen wurden, wechseln wir beide. Und dann haben wir schon den Punktestand. Das heißt, wir starten mit Schnick, Schnack, Schnuck. So, Seitenwechsel. Von hier wird gleich geschossen. Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Genau. Ready? Ich nehme Stein. Ah, okay. Sebastian darf sich aussuchen, was er zuerst. Willst du zuerst schießen oder willst du zuerst im Tor stehen? Ich glaube, ich will zuerst abgeschossen werden. Gut. Dann bekomme ich jetzt das Spray. Aber nicht schummeln. Eine Markierung machen, wie ein richtiger Schiedsrichter. Und jetzt darf ich das machen, was ich immer schon mal machen wollte. Einfach mal hier schön so eine Markierung. Das kontrolliere ich auch noch mal hier. So, das heißt, der Ball liegt hier. Die Mauer steht dann wahrscheinlich hier irgendwo. Angst, Potter. Halt dein Maul. So, gut, okay, bereit? Oh Gott, ich hab so Schiss. Okay. Oh. Ja, erster Mal verkackt. So. Zweiter Versuch, Sebastian. Okay, bist du bereit? Nee, ich weiß nicht, wie ich mich schützen soll. Ich hab voll Schiss, dass du mir in die Eier haust. Ja, da kann ich auch nichts für. Okay. Ja, achte drauf, dass er nicht zuckt. Wieso darf ich nicht? Tut das weh? Ja, mein scheiß Handgelenk ins Gesicht bekommen. Aber es ging noch. Es war nicht so stark, deswegen ging's. Jetzt ich sehe halt der dritte. Nicht. Dreimal ist Bremer recht. Okay, ready? Oh. Alter, das tut echt weh, ne? Echt? Ja. Ja, jetzt kriegt ihr noch einen Punkt. Was bist du jetzt? Was bist du jetzt? Rot oder blau? Das ist ja wirklich. Gut, wir brauchen noch ein bisschen mehr Spray. Man muss natürlich auch die Markierung sehen. Ja, ganz wichtig, weil du schummelst so, das sonst. So. Oh. Was hast du da gemalt? Nichts. Ja, ist egal. Jetzt stell dich da hinten bitte ruhig, nicht ablenken. Ich habe wirklich, glaube ich, empfindliche Brustwarzen. Das tut richtig weh. Oh. Okay. Ja. Okay, also jetzt der vierte von fünf. Ready? Okay. Oh. Ey, der war safe nicht auf dem Punkt, oder? Was sagt der Schiedsrichter? Immer. War nicht? Oh. Last. Wow. Ich habe Angst, dass du jetzt einfach noch. Oh. Der Arm war hier vor, also. Der war so. Schiedsrichter hat so gemacht. Was? Punkt. Wieso war das ein Punkt? Das war der Arm. Das war safe der Arm. Ja, wenn der Arm hier vor ist. Ja, guck. Ich muss ja aber mein Gemächt irgendwie. Dann musst du das so machen. Also jetzt zwei. Also zählt das jetzt als Punkt? Zweiter Punkt? Ja. Ja. Robert spielt schon wieder unfair mit diesen Mitteln. Wir haben hier einen Schiedsrichter. Ja. Der anscheinend blind ist. Na gut. Deswegen ist er auch. Das merkt den Scheiß, ich bin so dumm. Deswegen ist er auch Tonmann. So, wir haben jetzt die Seiten gewechselt. Ich bin jetzt dran. Ich muss mindestens zweimal treffen, dann wäre Gleichstand. Wenn ich dreimal treffe, dann wird Robert bestraft. Ich werde mir jetzt auch nochmal hier richtig viel Spray. Ich weiß auch nicht, was das ist. Aber ich habe das Gefühl, im Fernsehen ist das irgendwie noch schaumiger. Das ja, ist ich finde das auch geiler, glaube ich. Da. So, jetzt zeigen wir mal der Nationalelf, wie man ordentlich trainiert. Ja, ach Quatsch. Erster Schuss. Ich habe den ja nicht so gehalten. Souverän. Ja, siehst du, das ist so kacke, wenn man den Arm davor hält. Ne? Ja, ja, du hast ihn auch davor gehalten. Ich habe so gemacht. Der war safe getroffen. Gott, ich hoffe, der Videobeweis sagt nichts anderes. Ich verliere hier schon mein Tongerät. Ganz schwach. Ganz schwach war das. Aber er war schon mal im Tor. Ja, das kann ich. Wer die U-Messen-Folge gesehen hat, der weiß, dass ich Fußball überhaupt nicht kann. Ich will wenigstens mal in die Eier oder so treffen.
Es ist aber echt richtig ohne. Wenn ich schon wenigstens den Punkt nicht treffe, dass ich die Eier treffe. Ich glaube, der Spray hat mir echt Glück gebracht, seitdem ich das nicht mehr mache. Oh. Wie schlecht kann man denn sein? Danke. Das kotzt mich jetzt an. Jetzt kann es erstmal nur noch unentschieden sein, das beruhigt mich schon mal. Du weißt, was passiert, wenn du verlierst. Ich krieg einfach nur das Kotzen, dass ich die anderen verliere. Bereit, Potter? Angst, Potter? Aha. Wie schlecht das ist! Ja! Ja! Sieht her und staunet. Selbst der wird mir mal wieder nicht gegeben, anscheinend. Ja, aber der bringt jetzt auch nichts mehr. Das hast du verloren. Und du weißt, was jetzt kommt. Ja. Jetzt machen wir Arschschießen. Du darfst dich jetzt da schön verkehrt rum hinstellen, dich bücken und ich darf so doll, wie ich will, auf deinen Arsch ballern. Das klingt irgendwie verkehrt. Ich darf so doll auf deinen Arsch schießen, wie ich kann. Und ich muss mindestens einmal getroffen haben. Also du hast, glaube ich, 3 Versuche. Genau. Wenn ich da nicht treffe, dann kann ich noch so lange weitermachen, bis ich einmal getroffen habe. Und wenn ich Glück habe, dann kann ich 3-mal auch hintereinander treffen. Okay. Ja? Na dann, starten wir mal. So, Sebastian steht vor seiner Bestrafung. Ich hätte gerne noch mal eine kleine Rückblende von meinem Schuss auf der U-Messe. Jetzt kommt mein Tigerschuss! Er ist stark, Robert. 84! Sebastian hat schon ein bisschen Angst, dass er dabei umkippt. Ja. Ich will ihm die Angst noch nicht nehmen. Und die Ina, die macht mir jetzt hier noch die Markierung, damit das auch alles fair bleibt. Ja, ganz super. Wichtig jetzt, das Spray. Super. Das ist das Allerwichtigste. Das gehört alles hier dazu. Das ist alles Spannungsaufbau. Bist du bereit? Ja. Ich hoffe, ihr habt die Kante hier gesehen. Das ist super gefährlich. Ja, ich schieße nämlich dagegen, damit du ins Gesicht bekommst. Ich muss auch den hier machen. Okay. Und los geht's. Oh. Das war wirklich gegen den Kopf. Gut, das war der erste von 3. Ja, aber ich muss ja einmal treffen, Sebastian. Ey, dann stehen wir hier heute Abend noch. Ach genau, Ina, wir brauchen noch mal die Markierung. Das, dieses Spray. Kann ich das mal irgendwie auch zum Rasieren nachher noch nehmen? Ja, kannst du. Oh. Alter. Gut, jetzt hast du schon mal Glück, weil jetzt kann ich ja nur noch einmal treffen, Sebastian. Ja, klasse. Aber einmal wird's minimal. Oh, fuck. Ich komm nicht hoch. Ey, das ist auch Psychoterror hier. Ja, das ist wirklich. Ah, fuck. Oh, fuck. Sebastian, für mich ist gerade mehr Bestrafung, weil ich mich hier gerade blamiere. Ja, super, das Spray, ganz wichtig. Okay, weiter. Ja, okay, gut. Das war jetzt einfach nur der Oberschenkel, oder? Ah, das ist ja blöd. Das ist ja ärgerlich jetzt. Ich glaube, wir können uns beide ja nie wieder auf diesen Hof trauen. Nee. Nach dieser Folge. Gut, jetzt komm, bück dich. Ich hab Angst, dass es... Ey, aber jetzt mal ganz kurz. Das kann ja auch die Eier treffen von hinten. Dann halt die hoch. Erlöst mich doch endlich mal. Wie nah kommst du denn? Da war die Markierung. Das ist keine Bestrafung, oder was? Das war ein Streifschuss. Hast du gesagt. Ja, der ging hier durch, aber hätte ich meine Hand da nicht gehabt, hätte es die Eier getroffen. Ja, das zwiebelt wie Sau. Au. Ah. Das war richtig schön, oder? Ja, genau die linke Arschbacke getroffen. Tut das weh? Ja, also Zwiebel, ich meine, wir haben glaube ich schon schlimmere Sachen gemacht, aber es ist halt schon sehr, sehr unangenehm. Oh, ich will mir jetzt auch richtig warm jetzt. Ich will nicht am Schwitzen. Ich glaube, wir können uns beide nie wieder auf diesem Hof sehen lassen. Nee, wir werden hier zahlreich beobachtet, aber ein Publikum zu haben ist natürlich immer schön. Genau. Deswegen kommentiert fleißig, abonniert, schreibt was in die Kommentare.
Oh, ja, habe ich gerade schon gesagt, oder? Genau. Ist egal, du bist außer Atem. Ja. Guck noch ein anderes Funkformat oder eine andere Folge von Guten Morgen Internet. Ansonsten geht's morgen mit Kelly und Stumi weiter. Und wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Sonntag wieder. Bis dann, ciao. Tschüss.